Gute Informationen liefert Vikrisana. Bist du schon auf Vikrisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Fachgespräch des Formates Kolloquium. Ich habe heute spannende Gäste bei mir, und zwar die Doktorin Friederike Wichel, den Biophysiker Dieter Bröers und den Gesundheitsanalysten Peer Zeebergs. Und wir sprechen heute über die Quelle allen Lebens, über Wasser. Welche Bedeutung hat Wasser für unsere Gesundheit und insgesamt für unser Wohlbefinden? Bleiben Sie dran, es wird spannend. Ich freue mich auf Sie. So, herzlich willkommen, liebe Expertin, liebe Friederike, lieber Dieter, lieber Peer. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen über das Thema Wasser. Vielleicht steigen wir hier ein. Es ging darum, welche Bedeutung hat Wasser denn für unsere Gesundheit? Wo fange ich an? Wir fangen beim menschlichen Körper an. Das ist eigentlich ganz einfach. Gewichtsmäßig, sagen wir mal, bestehen wir zu 65-70%. Wenn es mal gegen Alter, gegen Sterben geht, sind wir noch bei 50%. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir gewichtsmäßig, wassertechnisch gesehen, so bei 95%. Aber die eigentliche wichtige Zahl ist eine ganz andere. 99 von 100 Molekülen im Körper eines Menschen sind Wassermoleküle. Also was muss ich denn machen, um die Gesundheit eines Menschen zu optimieren? Ich muss doch genau genommen nur die Wasserqualität optimieren. Und da kommen wir relativ schnell zu bestimmten, sagen wir, dem Urtrinkwasser, dem Quellwasser, dem Gletscherwasser, was es früher gab. Zum einen nicht kontaminiert, aber die hat eine bestimmte Struktur gehabt. Und zwar die hexagonale Struktur. Und Wasser ist ein fantastischer Stoff. Ich glaube, das ist bis heute noch nicht ansatzweise verstanden. Heute spricht man von 61 physikalischen Anomalitäten. Es fängt zum Beispiel an, dass Wasser der einzige Stoff ist, dass wenn ein Fluss in einen festen Zustand übergeht, sich ausdehnt. Das ist auch der Grund, wieso ein See oben zuwächst. Also der hat die höchste spezifische Dichte bei 4 Grad und wegen der Dipolarität. Bis dahin ist er so verbunden und dann geht er auseinander und dehnt sich aus. Deshalb ist Leben praktisch in einem gefrorenen See möglich unten. Und da gibt es viele, viele, viele Dinge. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass es keine Diskussion gibt über die Qualität des Wassers. Wenn ich Wasser aus dem Wasserhahn bekomme, totes, unstrukturiertes Zeug. Heute kann ich ja beinahe Pandemiefälle noch nachweisen, weil da viele, sagen mal, Viren, Hormone, sage ich mal, Bakterien und so weiter drin sind. Glyphosat kann ein normales Versorgungsunternehmen gar nicht rausfiltern. Also das muss man sich mal angucken. Und da gibt es, sage ich mal, die biochemische Seite, Verunreinigung. Und jetzt unterstellen wir mal, wir würden es biochemisch schaffen, die verunreinigenden Elemente rauszufiltern. Da habe ich immer noch die energetische Seite. Wir wissen ja heute besser denn je, dass Wasser ein Gedächtnis hat. Ist jetzt Wasser mit Fluoriden, mit irgendwelchen Pestiziden, Herbiziden in Berührung gekommen, ist ja heute selbstverständlich jeden Tag. Ja, um Gottes Willen, diese Information von dort bleibt im Wasser abgespeichert. Und glücklich oder unglücklicherweise, muss man jetzt mal beurteilen, kann unser Mensch das ablesen und verwenden. Also Wasser hat so 400.000 Informationskanälchen und diese Informationen bleiben da drin. Wenn ich die jetzt also nicht energetisch kontaminiere, wir haben da so Technologien, mit denen ich da arbeite, wir können das. Wenn ich die nicht energetisch, sagen wir mal, lösche wie ein Tonband, dann arbeiten diese Informationen gegen mich. Und wenn Wasser zum Beispiel über 100 Meter gepumpt worden ist, in gerade Strecke, ist dieses Wasser unstrukturiert und tot. Und das Urtrinkwasser in der Evolution war eben nicht so. Es war vielfach verwirbelt, war der Sonne ausgesetzt, hat sich an Mineralien abgerieft, da vielleicht ein bisschen angereichert. Heute ist es auch noch so, sag mal, ich bin nach Mallorca gezogen, am Anfang, als wir dorthin gingen, gab es als zusätzliches Trinkwasser, weil das Wasser aus dem Wasserhahn kannst du nicht trinken, EU-rechtswidrig, keine Trinkwasserqualität, Mallorca. Muss man wissen. Extrem hoch chloriert, deshalb funktionieren dort auch die normalen Trinkwasserfilter gar nicht, weil da die ganzen Membranen kaputt gehen. Da brauchst du also einen Spezialisten dort. Aber es ist dann so, früher hast du einen Glasballons gekauft und dann haben die angefangen, Plastik einzuführen. Wusste man denn nicht vor 20 Jahren, dass es vielleicht eine dumme Idee ist? Jetzt unabhängig, sage ich mal, dass wir dann Plastik irgendwo wieder entsorgen müssen. Aber wenn ich kein lebensmittelechtes Plastik habe oder vielleicht sogar ein medizinisch zertifiziertes Plastik, werden aus der Plastikflasche in 24 Stunden über 400 Chemikalien emittiert.
Es gibt Statistiken in Deutschland, wo zwischen 97% und 100% der Kinder Nanoplastikpartikel kontaminiert sind. Und wir haben da so viele Nebenwirkungen, das ist einmal nur der Beginn. Die wichtigste Diskussion müsst ihr eigentlich, vergiss den ganzen Klimaschutz, das ist so dummes Zeug. Wirklich, konzentriere dich auf die wirklich Dinge, ja, wichtigen Dinge. Ja, das ist nachrangig, ne? Sagen wir mal so. Das ist Wasser, das ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Und wenn ich jetzt 100 Ärzte fragen würde, wie viel wissen, was hexagonales Wasser, das wichtigste Lebensmittel überhaupt ist, würde ich sagen, 95 wissen das nicht. Das ist ja zum Fremdschämen. Ich bin da ein bisschen poltrig unterwegs. Kannst du kurz für unsere Zuschauer, nur die, die es eben nicht wissen, den Begriff hexagonal erklären? Hexagonales Wasser ist, man kennt Sechsecke. Und hier bilden sich, zum Beispiel unter Infrarotlicht, also Sonnenstrahlung oder Verwirbelung gibt es auch, oder viel stärker läuft es noch mit elektromagnetischen Wellen, die wir auch benutzen, da bilden sich so Sechsecke, aber nicht einzelne, sondern praktisch millionenfach nebeneinander und Millionen Schichten übereinander. Und jetzt ist es so, dass dieses Wasser hat ganz bestimmte Eigenschaften. In hydrophiler Umgebung, das ist beim menschlichen Körper immer der Fall, sind diese hexagonalen Wasserschichten extrem stark negativ geladen. Für was brauche ich das? Viele haben mit Übersäuerung zu kämpfen. Übersäuerung entsteht durch positiv geladene H3O-Plus-Ionen. Jetzt bringe ich da praktisch das Zellmilieu, mache ich jetzt hexagonal, extrem stark negativ geladen, dann werden die positiven Ionen werden neutralisiert. Da habe ich das Hauptproblem von uns, Zellmilieu sauer, übersäuert, schon gelöst. Aber noch ein Punkt, da will ich zur Übersäuerung noch was sagen. Jetzt fragt man mal die Leute, okay, warum ist eine Übersäuerung schlecht? Da sagen, ja, Entzündung, blablabla. Es gibt eine ganz andere Ursache. Wir haben Enzyme und Hormone, unter die könnten wir keine 5 Minuten leben, wenn die nicht funktionieren würden. Jetzt habe ich die Übersäuerung. Die Übersäuerung kommt von diesen positiv geladenen Ionen. Die schwingen blöderweise alle gleich. Und wenn etwas immer gleich schwingt und die Phasen legen sich übereinander, addiert sich die Amplitude praktisch ins Unendliche. Jetzt habe ich eine enorm energiestarke Schwingung und die tut eins, die hindert die Enzyme und Hormone, die eigentlich eine dreidimensionale Geometrie haben, an der Entfaltung. Und wenn die nicht entfalten können wie eine Blume, wirken die nicht. Das ist das Problem der Übersäuerung. Also habe ich schon, sagen wir mal, nass gespielt, Thema Übersäuerung. Der zweite Punkt ist Sauerstoffreichtum. Beispiel die Krebszelle verwendet keinen Sauerstoff, kommt fast keiner mehr rein. Hexagonale Strukturen haben eine andere biochemische Formel. Das ist nicht mehr H2O, das ist ein H3O2. Wenn man sich das mal dann volumentechnisch anguckt, bedeutet es 44% mehr Sauerstoffanteile. Jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist ein bisschen spezieller noch. Du weißt es sowieso. In dieser dichten Struktur können sich die Atome, kann man sich kaum vorstellen, die Elektronen teilen. Da finden Elektronensharing statt. Jetzt habe ich auf einmal freie, delokalisierte Elektronen, zwar massenhaft. Warum brauche ich das? Weil wir permanent unter Angriff sind von freien Radikalen. Auch Stress erzeugt freie Radikale. Und das ist eigentlich einer der Haupt- und vorzeitigen Alterungsgründe. Und die muss ich neutralisieren. Da spricht man dann viel über Antioxidantien, aber die ist eine Kaskade, die funktioniert nicht. Aber die Natur stellt uns das beste Mittel zur Verfügung. Der Dr. Patrick Flanagan war ein ganz berühmter amerikanischer Forscher, der hat herausgefunden, das hat so eine starke antioxidative Kraft und so viele freie Elektronen, die den freien Radikalen neutralisieren können. Also gesagt, das ist das stärkste Antioxidant im ganzen Universum. Und er hat das Phänomen übrigens dann nachgebaut, war dann auch FDA approved, hat eine Pille gemacht, die hieß Megahydrate. Diese Pille, er hat die eine Pille, die antioxidative Kraft von über 10.000 Gläsern frisch gepressten Orangensaft. Ich bin jetzt davon kein Freund, weil das ist nicht die Natur. Die Natur ist hexagonales Wasser. Und ich kann eben hexagonale Strukturen bilden, indem ich es trinke oder mich mit elektromagnetischen Wellen oder sowas befelde. Da kommen aber noch drei andere Sachen dazu. Diese Hexstruktur ist auch noch selbstreinigend. Warum? Da ist der Gerald Pollack, ein amerikanischer Forscher, draufgekommen. Die Struktur ist so dicht, dass da nichts reinkommt. Mit Ausnahme von einem isolierten Wasserstoffatom. Aber das interessiert das mal nicht. Und jetzt ist diese Struktur im Zellmilieu stark negativ geladen. Alle Pathogene sind positiv geladen. Jetzt werden die Pathogene dort angezogen. Und das umgebende Wasser um diese hexagonale Struktur ist auch positiv geladen. Jetzt habe ich zwei positive Ladungen, die auf sich treffen und die stoßen sich ab. Also findet eine Selbstreinigung sozusagen durch Ausscheidung statt. Das unterstützt jeden Entgiftungsprozess. Und es wird bei neue Kontaminierungen werden verhindert, die kommen da gar nicht rein. Also man spricht es heute wirklich, und da gibt es noch vieles dazu zu sagen, dass es auf drei Ebenen noch zusätzlich Energie erzeugt. Zum Beispiel
Diese hexagonale Struktur ist negativ geladen, das Brauchwasser außenrum ist positiv geladen. Das ist die Grundstruktur einer Batterie. Was muss ich tun? Ich brauche einen Trigger, um die anzuschalten. Near Infrared von der Sonne. Deshalb ist es ungefähr die dümmste Empfehlung, die es gibt, nicht an die Sonne zu gehen. Also ich glaube, das reicht. Entschuldigung. Nein, Moment. Wir wollen ja solche Informationen hören. Genau. Also wir haben jetzt rausgehört, das Wasser, das wir aus der Leitung bekommen, ist tot. Wir brauchen ein anderes Wasser. Ja, weil, aufbereitet, ja. Ja, also der Markt ist mittlerweile ja riesengroß, was Wasserfilteranlagen angeht. Also ich glaube, der Laie, der ist da extrem überfordert. Und ich kann mich aber erinnern, wir haben hier auf dem Kanal auch Kollegen, die kennen sich aus auf diesem Markt und dann findet man dort einen tollen Ansprechpartner. Wasserfilter und Wasseraufbereiter, also Energetisierung muss auch sein, Strukturierung. Ja, da gibt es auch verschiedene Systeme. Stimmt. Es gibt die Systeme, wo ich dafür eintrete, weil ich glaube, das sind die besten, aber es hat jeder eine andere Meinung dazu. Aber unsere Geräte zum Beispiel machen so, die löschen die energetischen Informationen, die wir loswerden müssen und strukturieren das Wasser für 7 bis 10 Tage stabil, hexagonal. Punkt. Ja. Achso, ich will mal eine Frage stellen hier als junge Ärztin. Wie ist es denn eigentlich, wenn der Patient oder der jetzt eben nicht vielleicht das Geld hat für Wasserfilter, weil die sind ja auch sehr teuer, viele Menschen haben das nicht. Was ich früher immer gemacht habe, und du, Dieter, du wirst mir jetzt vielleicht gleich sagen, ob das richtig war. Ich habe mein Wasser aus der Leitung genommen und habe es wirklich den ganzen Tag draußen an die Sonne gestellt. Kommt es dann auch in die hexagonale Struktur? Senior-Infrared-Frequenzen unterstützen das. Zum Beispiel Pollack hat nachgewiesen, dass wenn man in die Sonne geht, dass im Prinzip die hexagonale, diese Zone, er nennt es Exclusion Zone, sich ums Vierfache vergrößert. Also Sonne ist immer eine gute Beratung. Aber es bringt nicht die hexagonale Struktur? Nee. Doch. Also praktisch schon. Diese hexagonale Struktur wird auch EC-Zone, also Exclusion Zone, also wo nichts anderes mehr reinkommt, genannt. Also Sonne ist immer mit der beste Weg. Das Hexagonale, kann ich das nicht auch durch Verwirbelung? Durch Verwirbelung, aber du weißt ja nicht, wie lange es überhaupt in der hexagonalen Struktur bleibt. Du weißt gar nicht, ob du es trinkst, ob es überhaupt noch hexagonal ist. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja. Du hast es auch angedeutet. Wasser ist der beste Informationsspeicher. Darf ich noch ein Stück zurückgehen nochmal, damit wir das Grundverständnis von Wasser vielleicht nochmal nachvollziehen können. Ich stimme mit all den Dingen zu, die du gerade gesagt hast. Aus Wasser ist Leben entstanden. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Sonnenlicht auch nicht. Aber Wasser ist das Urelement. Am Anfang war der Wasserstoff, im Periodensystem und so weiter. Also die Protozoene, die ersten Lebewesen, sind aus dem Wasser entstanden. Das Wasser ist das Basismilieu überhaupt für alles Lebendige. Das legendäre Stanley Miller-Experiment, wo der Nobelpreisträger Urey damals zu ihm bekam, 1953, 54, hatte das beste Labor in Europa und sagte dann ein Student von Ihnen, der Stanley Miller war, und sagte, Herr Professor, Sie haben ein tolles Labor, können Sie mir die Frage beantworten? Vielleicht Hilfe durch Ihr Labor, einfach mal, wie Leben entstanden ist. Und Wasser ist ja da gewesen. Und das führte ein Jahr später wirklich zu diesem legendären Versuch, vor allen Dingen was das Ergebnis betrifft, dass er also die Urzeitbedingungen nachgestellt hat. Also Wasser genommen, es ist ein Erlenmeyer-Kolben gepackt. Er hat also alles, was so am Anfang der Zeit, bevor es Lebewesen gab, vorher schon war. Und da war ein ganz wichtiger Parameter dabei, der dazu führte, dass dann quasi aus dem Nichts, aber faktisch aus dem Wasser, sich die ersten Aminosäuren gebildet haben. Mhm. Sogar die ersten Proteine, die ersten, Gensequenzen. Guanin, glaube ich, hat sich gebildet, Uracil hat sich gebildet, also die Bausteine der DNA. So, das konnte man verfolgen. Das war eine Riesenrevolution. Hat mein Leben geprägt. Ich hatte es im Leistungskurs damals an der Schule und das war für mich klar, dass das Phänomen Leben durch Wasser gekennzeichnet. Aber das Leben entstand selbst erst durch die Impulse der Entladungen, der sogenannten Spherix, der Blitze, die wir haben, die Schumann-Frequenzen übrigens aufbauen. Also wenn die nicht da waren, hat sich das Ergebnis nicht wieder so dargestellt, konnte man nicht verifizieren. Ganz wichtig dabei. Das nächste, was wichtig ist, eine Studie, die damals an der Bundesanstalt für Luft- und Raumfahrt gemacht wurde in Stuttgart, die sind der Sache nachgegangen und gesagt, Wasserinformationsspeicher, jetzt sind wir bei dem Thema, stimmt das? Und dann haben die ein Aquarium genommen, 200-300 Liter, gar nicht so groß, und haben dort einfach elektrische Signale eingekoppelt. Und bei diesem Versuch ging es darum, dass die Oberflächenspannung von von diesem Wasser gemessen wurde, weil das auch immer ein Indikator ist der Wasserqualität.
ergibt sich aus der Clusterbildung, also aus den hexagonalen Strukturen. Da kannst du gutes oder schlechtes Wasser auch messen. Das war damals die Anordnung und dann hat man über Langzeitmessungen einfach tagelang, wochenlang beobachtet. Das Kuriose war, und das hat er auch veröffentlicht in einem zitierfähigen Journal, war, dass das, was in dem Moment eingespeist wurde als elektrisches oder elektromagnetisches Signal, das Wasser hat sich noch wochenlang genau daran erinnert. Jedes Mal, wenn irgendwo in diesem universitären Gebäude eine Leuchtstofflampe eingeschaltet wurde, gab es einen großen Ausschlag. Also ich rede immer noch von den Messungen, ja, dass man die Oberflächenspannung gemessen hat. Das Wasser hat sich daran erinnert, wenn dieser spezielle Impuls, der am Anfang eingesetzt wurde, durch diese Starter, die man damals ja hatte, wenn man Leuchtstofflampen einschaltet, dann gibt es immer dieses kurze Flackern. Da gibt es quasi einen Schrotschuss von elektromagnetischen Impulsen und einer davon hat dann gereicht und war genau diese Frequenz, entsprach der Frequenz. So hat sich das Wasser de facto nicht daran erinnert. Noch kurioser war das, und das hat er auch veröffentlicht, hat ihn allerdings den Job gekostet. Walter Peschka, habe ich noch kurz vor seiner Abschlussrede sprechen können, sagte, ich bereue zutiefst, dass ich das veröffentlicht habe, weil ich habe keine physikalischen Modelle dafür. Und doch haben wir es so oft verifiziert, wiederholt, das ist verifizierbar, also das ist ein Fakt. Aber das Phänomen, was überhaupt nicht erklärbar war, dass sämtliche Beteiligten, die an diesem Experiment dabei waren, im gleichen Raum, wo dieses Wasser informiert wurde durch diese elektrischen Impulse, hatten, die bestehen ja auch aus Wasser, im Gehirn haben wir ein bisschen mehr Wasser als im Rest des Körpers, haben das Zellwasser sozusagen unseres Gehirne, der Probanden in diesem Falle, hat sich ebenfalls daran erinnert. Und jedes Mal, wenn diese Leute sonst wo verteilt waren und diese Impulse kamen durch diese Einschaltung der Neonlampen und sich das Wasser daran erinnert hat, hatten die jedes Mal dieses gleiche Gefühl, was beim Anfang dabei war, was sie hatten in dem Moment, wo sie im Raum waren. Also das Wasser überträgt auch Informationen der geistigen Art, also der psychischen Befindlichkeit, die damit berührt wurde. Und das ist ein großer Bericht. Ich habe diesen Artikel immer noch aus dem Fachbuch abgescannt. Ich habe es mal verliehen, dann nicht wiederbekommen, weil das so spannend ist wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Grundlage für zwei Dinge. Wasser als Informationsspeicher ist wie ein trockener Schwamm, wenn wir also einfach mal dieses Wasser so nehmen, wie es ist, und das hier einfach so belassen, dann nimmt das alle Informationen auf. Nicht nur die starken elektromagnetischen, sondern die im Elektrosmog-Bereich da sind. Das ist, wenn man sich das auf dem Oszilloskop anschaut, ein riesen Cocktail von Frequenzen, ein Gelage, was hier das Wasser erstmal aufnimmt. Ich darf so eins sagen noch, genau, glaube ich, genau das gleiche Institut hat Folgendes gemacht. Die haben verschiedenen Leuten aufs gleiche Wasser Pipetten nehmen lassen und haben das Wassertropfen dann auf, sage ich mal, so eine Glasscheibe getan und das nachher später untersucht. Und bei jedem Menschen hat das gleiche Wasser eine völlig andere Struktur nachher gezeigt. Das war also praktisch ein Austausch von Informationen von Mensch auf dieses Wasser. Ja. Also genau genommen, wenn wir uns nah miteinander aufhalten, verändern wir so die Wasserstruktur vom Gegenüber. Also so weit geht es eigentlich. Da sieht man mal, wie extrem weit, sagen wir mal, Wasser dazu anzugucken ist, welche unfassbare Bedeutung das hat. Und wir nutzen es auch therapeutisch. Also wir arbeiten ja ganz viel auch im Rahmen der Erregerbekämpfung. Ne? Also wenn jetzt einer, weiß ich nicht, eine Blasenentzündung hat oder wirklich schwere Darmentzündung und wir stellen den einen oder anderen Erreger fest, dann befelgen wir das Wasser mit der bestimmten Frequenz und die Beschwerden schwinden, weil es eben speichert. Also man kann es therapeutisch auch sehr schön nutzen. Ist eine Form von Nosodenbildung? Oder? Das Wasser nimmt einfach diese Information auf. Okay, alles klar. Das deckt sich exakt mit diesen empirischen Werten, die wir ermittelt haben, durch die 150 MHz Therapiegeräte. Wir haben ja ein medizinisch zugelassenes Gerät. Nach der Europäischen Medizingeräteverordnung ist das gar nicht so einfach. Klinische Studien müssen da erbracht werden, haben wir erbracht. Millionen Vermögen gekostet. Ja. Aber da haben wir das dann durch die vielen Anwender rausgekriegt. Die haben irgendwann mal gesagt, Dieter oder Herr Bröhrs, Sie haben mir von der Geschichte erzählt, die ich hier eben gerade erzählt habe, Wasserinformationsspeicher. Und wir kamen auf die Idee und haben einfach das Wasser, bevor wir die Patienten befeldet haben, so nennen wir den Einfluss dieser 150 MHz, haben wir mit der gleichen Frequenz einfach mal ein Glas Wasser genommen, es raufgelegt, ja, und haben das dann einfach eine Minute einwirken lassen. Das hat der Patient getrunken. Und dann kam die gleiche Information einmal durch die Felder an den Körper gelegt. So, das heißt, das ist eine rein empirische Geschichte gewesen. Noch stärker ist das, wenn wir das selber aufladen und einmal in den Zustand der Freude gehen, an uns an irgendetwas erinnern, was uns wirklich
echte Freude, nicht Spaß. Ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Also da, wo, du wirklich, wo das Herz aufgeht. Freude hat eine größere Qualität als Spaß. Wir haben die hexagonalen Strukturen. Imoto wäre da auch ein guter Kollege, der, mit dem ich auch zusammen was gemacht hatte vor vielen Jahren, der so weit gegangen ist. Ja. Also allein ein Wort, was ich ausspreche, repräsentiert die Struktur, die sich da ausprägt im Wasser. Wasser ist das größte Phänomen überhaupt, gebe ich dir auch recht. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und es ist natürlich fantastisch, das haben wir das wichtigste Lösungsmittel und Transportmittel im Körper. Ob es jetzt um Zufuhr von Nährstoffen geht oder ob es um die Ausleitung von Nährstoffen oder Verbrauchsstoffen, sage ich mal, geht. Ja. Du kannst alles im Prinzip, es ist aber so, das Taxi muss auch frei sein. Ja, deshalb gibt es diesen Wert des vom PPM, das sagt man 40, also 40 gelöste Feststoffe pro 1 Million Wasserpartikel, das sagt man dann 40 PPM, das soll 40 oder weniger sein. Dann haben wir hier mal aus dem Hause heraus haben wir das Testversuche gemacht in der ganzen Schweiz. Das beste Trinkwasser aus der Leitung war dann in Brugg mit 70 ppm. Mhm. Und hier würdest du eigentlich denken, hier ist ein Paradies dafür. Mhm. Und heute, gerade letzte Woche, habe ich noch einen Artikel gelesen, dass heute mittlerweile schon das Regenwasser nicht mehr trinkbar ist. Es ist einfach, weil die Kontaminierung sich so praktisch über die Luft überall verbreiten, es regnet es einfach ab. Also da muss man gucken, dass man wirklich... Ich sage mal, seinen geschlossenen Haushalt bezüglich seines Wassers hatten. Das ist das wichtigste Lebensmittel, was es gibt. Ja, und so wie du es auch gerade beschreibst, ne, auch Tumorerkrankungen, ne, die entstehen ja auch, weil sich eben die Strukturen des Wassers in der Zelle verändert, die Interaktion mit den Mitochondrien nicht mehr funktioniert. Also auch da, gerade bei diesen schweren Erkrankungen, das Wasser auszutauschen, ne, das ist mit Basisaufgabe eines jeden Arztes. Da vielleicht nur ein Punkt, wenn ich Clusterwasser habe, das bildet sich im normalen Wasser, das ist zu groß von der molekularen Struktur, um durch die kleinen, das heißen Zellöffnungen, kleine Türe fürs Wassereingang, das heißen Aquaporine, um die überhaupt reinzubringen. Die muss ich zuerst mit Energie ausspannen, sie reinkommen. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der war schwer krank, der hat von mir das erste Mal hexagonales Wasser zu trinken bekommen. Der hat 3 Liter Wasser in 1,5 Stunden getrunken. Der musste noch nicht mal auf die Toilette, weil er so dehydriert war, weil das andere Wasser nicht zellgängig war. Also was kann ich damit alles rein? Wie gesagt, wenn ich 99 von 100 Molekülen in einem guten Zustand habe, was will mir da passieren? Genau das habe ich erlebt. In 3,5 Stunden 3 Liter Wasser getrunken, ohne einmal auf Toilette zu gehen. Ja. Ich war sehr aufgeregt. Ich habe mein Buch diktiert. Und weil es mir gesundheitlich nicht gut ging. Ja. Ja, und habe 3,5 Stunden einfach nur geredet war. Ja. Aber trotzdem sehr erregt. Und die 3 Liter Wasser waren weg. Ich habe es gesehen in der großen Flasche und gesagt, Moment mal, die sind wirklich weg. Und wo sind die geblieben? Also genau das Phänomen kann ich bestätigen. Und ein anderer Punkt ist noch, sagen wir mal, die ganzen Körperflüssigkeiten müssen ja auch optimal sein. Sagen wir mal, Viskosität, Blut oder so. Ich habe ja auch gerne Geldrollenbildung, da Verklebungen habe. Wenn ich aber zum Beispiel hexagonale Strukturen habe, habe ich optimale Fließfähigkeit. Aber das gilt dann nicht nur für, sage ich mal, Blut, das gilt dann auch für Urin, für Schweiß und insbesondere für das lymphatische System oder das lymphatische System im Kopf. Und das ist dann auch ein Taxi, wo Verbrauchsstoffe wieder mitnimmt und ausscheidet. Also ich habe auch eine viel bessere Ausscheidung oder praktisch Entgiftung auf allen Bereichen, wenn ich das optimale Wasser in mir habe, dann habe ich das optimale Zellmilieu in mir habe. Und es gibt heute viele, sagt der Saya Chi, kennst du den? Er hat ein tolles Buch geschrieben, Neustart für die Zellen, der hat geschrieben, hexagonal strukturiertes Wasser ist der Stein der Weisen der neuen Biophysik. Und wisst ihr warum? Also wir haben ja einiges darüber geredet, aber ich will da noch mal so ein bisschen eins noch zur Ergänzung dazu. Ich weiß es aus eigenen Erfahrungen und ich habe ein Patent auf diesem Gebiet auch erteilt bekommen. Die Struktur, wenn wir von hexagonale oder überhexagonale Wasserstrukturen, überhaupt Strukturen sprechen, nehmen wir mal Wasser außen vor. Wir haben ja auch die Grundbasis von Kohlenstoff und Kohlenstoff ist auch die Grundbasis für Lebewesen. Ja, also kein Lebewesen funktioniert auf Silizium, wie auch immer, auch anderen. Kohlenstoff ist die Grundbasis. Und dieses Molekül, wenn du das anschaust, die 4 Kohlenstoffatome, die du hast, die dann ein hexagonales Muster ergeben, dann hast du wiederum dein Hexagramm dabei. Das heißt, Wasser als Urstoff und Kohlenstoff, da passt es schon mal zusammen. Und diese Erfindung, die ich gemacht habe, die zu den Patenten geführt habe, war, dass ich im Grunde genommen einfach mal diese Kohlenstoff, die Hexaeder in Form von Graphit zum Beispiel, hat wunderschöne hexagonale Strukturen. Wenn ich die übereinander lege, und Wasser ist ja auch in der Lage, das zu tun, dann kann ich sogar Strom erzeugen. Das Patent ist erteilt worden damals, auf 1 Quadratmeter konnte ich 80 Watt Strom erzeugen. Man muss sich vorstellen, da holen wir auch Energie her.
Ja, ja, möchte ich nur am Rande erwähnen. Weil so ist es mit Wasser ja genauso. Wenn wir diese hexagonalen Strukturen haben, sage ich mal, außenrum das Brauchwasser, negativ, positiv, ist Naturbatterie, Stricke dazu, Sonnenlicht, elektrischer Strom. Ist genau. Und so funktioniert es, ja. Jetzt begegnet mir immer mal wieder Menschen, die sagen, ach nee, Wasser ist mir zu fade, das kann ich nicht trinken und so weiter und so fort. Also meine Erfahrung ist immer... Fruchtsaft ist überhaupt kein Problem oder einen wunderbaren Tee draus machen. Naja, aber Wasser in seiner puren Form wäre eigentlich für unseren physischen Körper schon das Optimale. Und wenn man den Menschen dann mal ein, ich sage jetzt mal ein optimiertes Wasser, wenn wir von hexagonalem Wasser sprechen oder eben aufbereitetes Wasser, informiertes Wasser und verwirbeltes Wasser. Wenn wir das zum Vergleich geben, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Leute tatsächlich sagen, das schmeckt anders. Ne? Das wisst ihr ja sicherlich auch. Schüttest du mal zwei Tieren hin. Welches Wasser nimmt das Tier? Ja. Genau. Und das trinkt sich dann auch leichter. Und unser Körper, wir haben ja eigentlich wirklich einen entsprechenden Flüssigkeitsbedarf jeden Tag. Und ich finde es immer so traurig, wenn die Leute dann sagen, nee, Wasser schmeckt und kann ich nicht. Und dann denke ich mir immer, oh, dein Körper wird aber danach lechzen. Ne? Mhm. Und das wäre so eine tolle Lösung. Und es gibt hier in der Schweiz gibt es Wassertankstellen, wo man sich auch dieses Wasser zum Beispiel holen kann. Es geht ja jetzt wieder darum, das ist eine finanzielle Geschichte. Und es ist schade, wenn Menschen immer an ihrem eigenen Körper sparen, was die Gesundheit angeht. Das ist einfach der falsche Weg. Das führt nur zwangsläufig dann irgendwann in die Krankheit. Ja, das ist ja eine langfristige Investition. Sowieso. Also, und amortisiert sich. Ja, und wie viele Krankheiten gehen allein schon weg oder Symptome schwinden, wenn du das Richtige trinkst? Ja. Ja. Das muss man sich einfach überlegen. Ja. Und wir leben nun mal, ich sage jetzt mal, in einem oder alle in einem Boot. Und das, was du vorhin noch gesagt hast, die Schadstoffe, die wir in die Luft abgeben, die regnen auch wieder runter. Die verschwinden ja nicht irgendwo in der Atmosphäre. Die kommen wieder runter. Und über kurz oder lang ist alles Wasser, was hier auf dem Planeten ist. Ich wollte nur sagen, ich bin ganz, ganz großer Fan von Meerwasser. Genau. Es ist einfach, sag mal, ich mache das auch zu Hause. Und zwar haben die festgestellt, dass aufgrund der neueren Ernährung wir bestimmte Spuren in den Mineralien nicht mehr erhalten. Dann haben die festgestellt, dass das dann dazu führt, wenn du da einen Mangel hast, nicht erkannt, dass die Körperkerntemperatur zurückgeht. Im japanischen Volk ist das geschehen, passiert, dass die Körperkerntemperatur um 0,5 Grad im Schnitt zurückgegangen. Das hat extreme Auswirkungen auf die Enzymtätigkeiten. Die Enzyme funktionieren nicht mehr richtig, überlebst nur fünf Sekunden so ungefähr. Und da gibt es viele Dinge und deshalb habe ich mir überlegt, was ich da mache. Ganze Ernährung, ich denke mal, dass ich kein Problem habe. Ich ernähre mich relativ bewusst, aber was du dann immer so kriegst, weißt du ja auch nicht. Ich nehme jeden Tag in 2-3 Gläser immer so 1-2 Zentimeter mehr Wasser rein. Und da haben wir alle Spurenelemente, alles drin. Und unsere Basis ist ja Sole eigentlich. Die Zellflüssigkeit ist so, im Prinzip ist alles Sole. Und der pH-Wert vom Meerwasser, das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Ich denke mal, ich habe da keinerlei Risiko, also ich bin ein ganz großer Fan davon. Da kommt ja noch eins hinzu. Ja. Meerwasser, wir haben dann durch die Bewegung des Meeres neutralisiert das Wasser auch die Informationen. Wir kennen das Prinzip andersrum bei homöopathischen Präparaten. Du kannst die Informationen auch eintragen, kannst sie aber auch durch Verwirbelungen oder magnetischen Einflüssen, kannst du sie neutralisieren, löschen. Erstmal wie am Tonband machen wir das ja auch mit Magneten, sehr starke, und das ist die Information gespeichert, die wir auf Tonbändern haben oder hatten. Und durch die Bewegung des Meeres, ist ja ständig in Bewegung, haben wir die Negativionen. Ja, das ist das, was wir auch als Heilaspekt sehen. Also wenn ein Kurort als Kurort überhaupt erkoren wird, dann guckt man genau, wie viele Negativionen hat man da zum Beispiel. Und deswegen ist auch Bergen, haben wir auch sehr viele Negativionen, die brauchen wir genau dafür. Und Meerwasser genauso. Deswegen wohne ich auch am Meer. Ja, also ich bin jeden Morgen dort und begrüße das Meer per Anschlag quasi. Also das ist genauso. Und die Negativionen, die da rauskommen, tun uns einmal sehr gut. Klar. Und auf der anderen Seite neutralisiert das Wasser. Wir haben immer wieder mit neutralisierenden Dingen zu tun. Ich gehe aus eigener Erfahrung so weit. Wir haben einen Touristenort, wir haben sehr viele Touristen dort gerade wieder gehabt, sind teilweise immer noch da. Und die gehen natürlich baden, verständlich. Und wenn ich dann abends ins Wasser gehe, denke ich, das ist eigentlich nicht das Gefühl, ich fühle es, es ist mir nicht so angenehm. Es reinigt sich bis zum nächsten Tag, ist meine Erfahrung. Ja? Aha.
Okay. Selbst. Genau. Ja. Da habe ich gesagt, komisch. Morgen. Und morgens ist das weg. Ja. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal auch möglichst morgens baden. Ja. Weil da hast du neutrales Wasser. Gute Idee. Informationen sind gelöscht. Also ein großes Thema, was viel zu wenig Beachtung findet. Das stimmt. Wasser. Ich danke euch, aber jetzt, wir sind leider schon am Ende angekommen dieser Sendung. Ich danke euch für diese tollen Inputs und für diese Denkanstöße. Und ich hoffe, wir ändern unsere Denkweise grundsätzlich in dieser Gesellschaft über Wasser. Und wir haben hoffentlich noch viele weitere Bewegungen, dass unser Wasser wieder, ich sage jetzt mal am besten, gut bioverfügbar und biobrauchbar auch ist. Mhm. Und auch vor allen Dingen, was die Information angeht und die Wasser letztendlich auch mitbringt. Also ein großes Spektrum Wasser. Wir konnten es, wie gesagt, leider noch nicht bis zum Ende behandeln, aber es wird sicherlich noch weitere Gespräche und Diskussionen mit Fachleuten geben, aus denen wir dann weitere wertvolle Informationen schöpfen. Auf der Plattform Wikisana finden Sie natürlich auch noch weitere Gespräche mit unseren Experten hier und weiteren darüber hinaus zu vielen wissenschaftlichen, zu vielen gesundheitlichen und wichtigen Themen. Und schauen Sie doch einfach dort auch gerne vorbei. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen wie immer, dass Sie achtsam und liebevoll mit sich umgehen und dass Sie vor allen Dingen auch auf das Wasser achten, das Sie Ihrem physischen Körper und natürlich auch Ihrem holistischen Körper zuführen. Denn wir haben gehört, es hat auch wichtige Informationen, die es mitbringt und das sollten natürlich im besten Fall die richtigen Informationen sein. Ja. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.